Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir holen uns jetzt zwei Herzteile, glaube ich. Ich glaube zwei, ja. Zwar eins, glaube ich, war an dem Baum dort. War das an dem Baum? Oh Gottchen, ey. Ich weiß es nicht mehr genau, Leute. Ich muss auch nochmal nachgucken, am besten, wo ich die ganzen Flaschen herbekomme. Weil das weiß ich auch nicht mehr hundertprozentig. Die erste Flasche hier, die wusste ich noch. Das war noch in meinem Gedächtnis drin. Ich glaube, eine Flasche weiß ich auch noch. Aber, warte, kommen wir hier überhaupt schon rein? Nee, hier an die, an die Kiste kommen wir noch gar nicht. So tief tauchen können wir auch noch nicht, okay. Dann hat sich dieses Herzteil auch schon mal erstmal erledigt. Gucken wir mal, ob wir das andere bekommen können. Es dürfte sich da ganz hinten am Ende von Hyrule befinden. Was wollte ich sagen? Genau, eine Flasche weiß ich, glaube ich, noch, wo wir die kriegen. Da bin ich mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Und ja, die anderen beiden weiß ich halt echt nicht mehr. Das müssen wir dann ein andern Mal gucken. Wollen wir uns da eigentlich, also da hinten schon ein Herzteil holen? Ich weiß es gar nicht. Wieso ist hier die Eule? Einfach mal stumpf die Eule ignorieren. Wir wollen nämlich dort hinten hin. Dort hinten. Noch ein Stückchen weiter. Die Skelette ignorieren. Kommen wir hier ohne Epona eigentlich lang? Bekommen wir als Kind Epona? Ich bin der Meinung, wir bekommen als Kind Epona. Eule, du warst da hinten eben auch schon. Egal. Ich glaube nämlich, hier müssen wir mit Epona rüberspringen. Oder gibt es hier eine Leiter oder so? Oha! Was machst du denn hier? Okay, wir müssen hier eine Bombe legen. Erstmal. Danach sprechen wir mit der Eule. Okay, wir sprechen erst mit der Eule. Vorne liegt der Hylia-See. Sein Wasser ist rein und klar. Die Zoras, die im Osten ist. Oh lol. Muss ich. Ja, nee. Geh nun. Ja, wir müssen in den Osten zu den Zoras. Ich weiß. Okay. Hier bekommen wir jedenfalls ein Herzteil von dem Typen, was wir ihm abkaufen müssen, ne? Shit. Das müssen wir ihm abkaufen. Fuck, stimmt. Ich weiß gar nicht, wie viel das kostet. Ich glaub. Obwohl, nein, das kostet nicht mal viel. Genau, Herzteil, ein Stück 10 Rubine. Nice. Jetzt haben wir einen neuen Herzcontainer. Sehr geil. Er verkauft einfach ein Herzteil für 10 Rubine, Alter. Ein Herzteil. Ein Herzteil. Das ist so. Mann. Gut, wir klettern hier die Leiter hoch. Ist mir wieder eingefallen, dass hier eine Leiter war. Voll verplant. Und nein, dann brauchen wir Epona. Doch nicht so, um hier hinzukommen als Kind. Aber gut, wir können hier auf jeden Fall angeln gehen. Und ich bin der Meinung, als Kind bekommen wir hier ein Herzteil, wenn wir angeln. Da oben auf dem Dach haben wir auch ein Herzteil. Ich hätte später herkommen sollen. Sonst muss ich nochmal so viel laufen. Ja, da oben auf dem Dach haben wir auch noch ein Herzteil, aber dafür müssen wir eine Wundererbse pflanzen. Und die haben wir nicht. Die haben wir nicht. Bei einer von diesen Vogelscheuchen können wir ein Lied spielen, um Vogelscheuchen erschaffen zu lassen. Ich bin Myra, musikalische Vogelscheuchen-Genie. Wenn ich ein Lied einmal gehört habe, vergesse ich es nie mehr, Süßer. Oh!
Au! Du hast eine Ocarina. Hey, warum flötest du mir nicht was vor? Okay. Hoch, hoch. Ah, runden, rechts, rechts. Ah, links, hoch. Naja, nicht so schlecht. Ich werde die Melodie im Kopf behalten. Ich kann mir jedoch höchstens 8 Noten merken. Also für heute lass gut sein, Süßer. Genau, und jetzt können wir, glaube ich, immer eine Vogelscheuche erschaffen lassen. An bestimmten Orten. Ich bin Meister, Vogelscheuche. Ich wünschte, ich könnte reisen und herzergreifende Lieder zu hören. Aber ich stecke hier fest. Können wir eigentlich... Okay. Oh nein. Oh nein. Okay, Moment. Nein. Okay, nein, wir lassen es. Was ist da hinten? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall können wir hier vorne angeln. Schwimm schneller, Link. Schwimm schneller. Es geht um Leben und Tod. Okay. So, wir müssen angeln. Wir haben wenig Rubine, aber wir müssen angeln. Hey. Yo. Yo. Nein. Ja. Alles klar. So, und der Fisch, den wir suchen, ist der größte Fisch in diesem See. Was ist der da hinten sogar? Den wir gerade anvisiert haben. Ich glaube, ja. Aber das ist der hier unten schon. Nein, er ist da gerade hinten weggeschwommen. Das ist doch der, oder? Ja, das ist der. Das war zu weit. Da, da unten, da unten. Ich hab ihn gesehen. Okay, wieso werfe ich so weit? Hä? Ich hab das mit dem Angeln, glaube ich, nicht mehr so im Kopf. Ist der das da unten? Das ist der da unten, oder? Ja, genau, der, glaube ich. Wieso werfe ich denn so weit? Ich habe das mit dem Angeln nicht mehr wirklich im Griff, glaube ich. Ja, komm her, komm her. Ja, der hier, du. Nein, du Dicker. Der Dicke da eben. Der da hinten ist es. Der da unten. Der da unten. Nein. Okay, das kann sich nur um Stunden handeln, Leute. Ich glaube, das wird den ganzen Part dauern. Kannst du mal den Fisch da unten anvisieren? Also, wie siehst du denn da hinten an, Navi? Der Fisch hier vorne! Hier vorne! Wo ist er? Da unten! Das ist er doch, oder? Das ist er! Nicht der Kleine! Ist er das hier unten? Nee.
Wo ist er hin? Ne, das ist er auch nicht, oder? Ist das nicht da unten noch? Ich glaube, das ist der da unten noch. Ja, da unten. Das da unten. Der Fisch da unten. Ich will den Fisch. Diesen dicken nur. Das ist doch, das ist, glaube ich, der. Ich glaube, der ist das. Wo ist er? Wo ist er? Fuck. Da, da, da. Ja, der. Wo ist der dicke Fisch? Da ist er. Da, den da, den da. Komm. Ja, ja. Ja. Nein, nein. Fischi. Ey. Wo ist er hin? Da. Ja, komm. Komm, Dicker. Komm. Ich weiß, dass du es willst. Ich weiß es. Komm her. Nicht dein Ernst. Komm schon. Ja, ja. Ja, komm. Beiß an, beiß an. Komm schon. Weiß nicht, ob ich es richtig mache, wenn ich hier einfach die ganze Zeit hin ein bisschen ziehe. Komm. Ich weiß, dass du es willst, Fisch. Ist er festgebackt? Komm. Fisch! Mann! Nein! Dieser Fisch ist aber jedenfalls der richtige, ich weiß es. Ja? Ja? Komm Fisch, du hast ihn schon gerochen. Die Fische in Link's Awakening waren auf jeden Fall kooperativer als du. Ja. Komm, beiß an. Nein, beiß doch an. Jetzt. Nein. Ah! Ja, ja, jetzt. Komm. Du bist so nah. Muss ich den ziehen? Ich weiß nicht, ob ich ihn ziehen muss. Komm schon. Fischi! Tu mir das nicht an! Ah! Ich bin ganz still. Vielleicht verschrecke ich ihn, wenn ich die ganze Zeit so schreie. Das macht keinen Sinn, aber pst, sag's keinem. Okay, komm. Jetzt aber. Fischi! Du bist so kacke zu mir. Ah! Jetzt aber. Jetzt aber. Komm. Das juckt ihn einfach nicht. Vielleicht stehe ich auch zu... Nein, jetzt habe ich ihn ganz verschreckt.
Oder? Oh, jetzt ist er da ganz hinten im Wasser. Ach Mann. Ah. Wird sich um Stunden handeln, Leute. Es kann sich nur um Stunden handeln. Da ist er. Da ist der Dicke. Da ist der Dicke. Ich bin genau auf seiner Linie. Jetzt schwimmt er auch noch weg. Ja, ich habe ihn wieder anvisiert, okay. Komm, Diggi. Weißt du, was du willst? Ignorier doch nicht den Fisch, Köder. Du blöde Kuh. Ja, jetzt aber. Du willst es, du willst es. Ich hab Geduld. Ich warte. Mir egal. Nimm ihn! Komm. Los! Der Bart geht sonst so lange und es ist einfach nur Angeln. Ah! Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber! Du hast ihn im Visier, du hast ihn im Visier! Nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn! Du willst ihn! Du willst ihn! Mach ich irgendwas falsch, Leute? Echt jetzt? Oder habe ich einfach gerade nur Pech, was den Fisch angeht? Er geht gleich wieder weg, oder? Oder ist er da festgebackt? Nein, ist er nicht. Okay. Komm schon, ich will einen Herzteil von dir. Er ist so nah und doch so fern. Ich wette, der beißt jetzt an. Ich wusste, dass er anbeißt, ohne Witz. Ach, warte mal. Nein. So. So. Und. Komm, jetzt aber. Ich weiß es. Ich weiß, du willst es. Fisch, sei dumm. Sei ein Fisch. Weißt du? Ja. Ja, komm, 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 komm. Mm. Komm, komm, komm. Komm, komm. Ja. Ja. Ich habe diesen verkackten Fisch. Ah. Ich hoffe, es ist der richtige. Sonst töte ich mich, ey. Oh. So. Yeah. Das hat auch gar nicht lang gedauert oder so, ne? Nee. Kein Stück. Wiege meinen Fisch. Wow! Ist ein Prachtkerl. Sieht ganz nach einem neuen Rekord aus. Er wiegt mindestens 11 Pfund. Ah, ich hab das Herzteil. Endlich. Hat doch nur den ganzen Bart gedauert. Ah. Mir reicht's. Mir reicht's eindeutig. Das nächste Mal angeln gehe ich erst als Erwachsener wieder. In 7 Jahren komme ich wieder. Echt nicht, ey. Puh.
Gut. Hat aber auch echt den ganzen Part gedauert eigentlich, ne? So gut wie den ganzen. Ich glaube, bei 6. Minute oder so. Nee. Halben Part vielleicht. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall war es eindeutig viel zu anstrengend. Viel zu ätzend. Ah, meine Güte, ey. Wir reden jetzt nur noch einmal mit dem Opa. Hier aus dem Haus. Ich weiß gar nicht, ob wir... Weiß ich nicht. Ob das irgendwas bringt. Hey, Oppi. Ich bin gerade dabei, das Wasser aus der Hühnertee mit einigen seltsamen Substanzen zu mischen. Vielleicht hast du ja schon mal mit Arthur, der alten Frau in Kakeriko, Sexenladen gesprochen. Die hat viel von mir gelernt. Nee, hab ich nicht. Ah, ich dachte, wir kriegen was von ihm. Wir können übrigens nur 3 Sekunden tauchen, ne? Ich glaube, bei 6 oder bei 9 Sekunden, wenn wir auf den Boden tauchen, bis auf den Boden tauchen, dann kriegen wir ein Herzteil bei ihm. Aber gut, Leute. Oi, oi, oi. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.